So. Und wir wollen dahin. Hä, hey, dass man sogar Blut hinterlässt. Ich habe es nicht gelootet. No. Und da ist Essen drin. Wie kann ich das nur tun? Mit Seilbrot nicht. Seil brauchen wir nicht. Noch mehr Lagervorräte. Wuhu! Noch mehr Lagervorräte. Wuhu! Lektion Städte und wie man sie überlebt. Die erste Seite fasst den Inhalt zusammen. Die übrigen Seiten führen ihn unbeholfen und höchst detailliert aus. Über das Meiden der Stadt. Der einfachste Ratschlag an allen Vernünftigen lautet, jede Stadt tunlichst zu meiden. Ah ja. Wo war denn das? Nee. Das war's. Könnte hier auch meine vorbereiteten Sachen wechseln. Aber das ist für mich kein Thema. Aber bei euch vielleicht. Weil hier ist ja noch jede Menge Beistand. 5 Heilung. Heilen Verbündeten erhöhe ihre Trefferpunkte maximum um 5 Trefferpunkte. Okay. Bane, bis zu 3 Kreaturen erhalten einen Malus. Segen, Segen bis zu 3 Kreaturen, sie hat einen Bonus von Angriffswürfe. Wir fehlen. Wasser erschaffen oder zerstören. Schutz für Gut und Böse. Heiligtum. Du oder eine der Verbündeten könnt nicht zum Ziel gegnerischer Angriffe werden, bis ihr eine Kreatur angreift. Schwache Genesung. Stille. Emotionen besänftigen. Hunde können nicht bezaubert oder verängstigt werden und nicht in einen Kampfrausch geraten. Blindheit. Bayerischen Attribut verbessern. Schützendes Band. Gegen alle Schadensarten und einen Bonus und Verlängerung seiner Rüstungsdauer sowie auf seine Rettungswürfe. Schutz vor Gift. Nee. What? Nee, das wollte ich nicht. Das ist das, was ich halt jetzt vorbereitet habe. Und bei dir kann ich gar nichts ändern, okay. Wo müssen wir jetzt... Okay, ich könnte hier noch ein bisschen gucken, aber ich wollte mal schon relativ straight forward in die Richtung laufen, die ich eigentlich wollte. Ist schon wieder irgendein Anwesen, wo alles mögliche verbrannt ist. Ach du Scheibenkleister. Noch mehr zu entdecken. Also es ist gigantisch. Müsste jetzt eigentlich gleich da sein. Bei den Kritalkinen. A dragon rider, my kin Anir. Damn thing could blot out the sun. Ooh. It would be too much to hope that's nothing to do with us, wouldn't it? Hallo. What are you doing? Hold up before they see you, Magresham. Wer seid ihr genau? Just another harassing fool trying to get to Baldur's Gate in one piece. Oh. That lot are swarming all over the bridge. I don't know what they want, but it can't be good. I'm going to find another way around. You ought to do the same. I doubt a fight against them would go your way. Da unten sind andere Kritakin. Einen guten Überlebensinstinkt zu haben. Ihr könntet mit mir mitreisen. What? Follow you around. Genau. I go my own way. Aww. Schade. Rag. That's it. I'm getting out of here. Drop your weapons. I'll feed your innards to the ants before I do that, Istik. This is your last chance. No, look up. That was your last chance, Istik. Now burn. Uh-oh. Ich würde ja gehen. Also ist die ganze Brücke kaputt. Die Brücke hätte ja mal ganz lassen können, oder? Ach, dammit. Stop wasting time, Beretta. You're not here to play with the locals. Of course, Kithrak. We merely sought to... No excuses.
Question, kill, then move on. Find the weapon. Our queen watches us. Fail her at your peril. Sie das, die Waffe, die gedreht hat? I envy its knight. Would that I rode such a steed. A crash must be near. Come, my kin await. Bist nie auf dem Weg zu deinem Kin. Drachen hat die Soldaten eingeöffnet. Der ist doch nicht ungefährlich. The dragon serve Githyanki. I'll see it does you no harm. Follow me. We are close to the cure we seek. I'm not sure about this. I hope so. I very much hope so. Oh, sie rennt einfach runter. Und halt wirklich ihr hinterherlaufen, weil sie einfach aus der Gruppe abgehauen ist. Hier geblieben. We must speak. Oh oh. Yes, Kithrak. We shall find it. Ryder, my time is short. Lead me to... Shh. Such a familiar tone. Were I not merciful, I would slice the skin clean from your meat. Yet okay. You are not bleeding. For I am nothing if not merciful. Your name, child. Unangenehm. Lazel. Lazel. Proud. Regal, even. You will call me Jestil Kithrak. Vos, Knight Supreme. The Queen's Silver, the Queen's Sword. I am okay. The same. A Geek vessel has fallen from the sky, Lazel. Thieves aboard have taken a weapon most precious. It is polyhedric in shape and inscribed with the sacred runes of our people. You feel Shadowheart's anxiety. The weapon that Vos seeks. It's the artifact that she carries. Her mind focuses. Oh. The Gith's suspicions cannot be aroused. They cannot discover that the weapon is right within their grasp. Take word to your creche. You are to join our search. Speak up, child. Affirm your mandate. Sie lebt mein Befehl von Mitspielen. Sind gerne vorziehen. Er sucht wohl das hier. Ich versuche sie zu überzeugen. Das wird nicht einfach. Bonus hinzufügen. Für Bonus, die wir kriegen können. Oh, nice gewürfelt. Nice gewürfelt. You honor me with this duty, Kithrak. I shall alert my caretaker with haste. The Kithrak nods, content with Lazel's answer. You serve your queen well, child. Take your slaves and hunt those who escaped the Geek ship. They must carry the weapon. I fly now to Vlakith, our undying queen. She will see your faith rewarded in this plane and ours. Hmm. A deception carries Voss's words. Wherever he flies, it is not to Vlakith. To Danos! To the sky! Hier wird rumgelogen und getäuscht wie sonst was. Auf allen Seiten. Ich mag auch so einen Drachen. Drachen haben. Scharlatan, Silberzunge. Damn it all! You did well to intervene. Vexed as I am to admit it. The Jestil Kithrak would have flayed our skin and left our carcasses to burn in the sun. All for the sake of the artifact that we carry. The crash is near, this much we know. We follow the path forward and into the valley. No one, not even the ignoble Jestil Kithrak, will keep me from my purification. Da bin ich ja gespannt, was die Purification ist. Also, können wir erstmal direkt wieder speichern, dass wir den angelogen haben. Inspiration erhalten außerdem. Und hier liegt noch ein Toder rum. Mit einem Appel in der Tasche. Söldner der Flammenfaust. Und einen schönen Schuppenpanzer. Nehme ich mir doch gerne. Ah, ich bin wieder überladen. Fuck. Gale, nimm den Scheiß. Kannst auch das hier noch nehmen. Und das können wir Schattenherz geben. Noch was, was schwer ist. Ja, hier. Gale, was man das noch tragen. Natürlich.
Typ sortieren. Warum ist die Edelsteine eigentlich hier unten? War nicht vorhin oben? So, hier haben wir noch ein paar Gale-Sachen, so ein paar Fackeln. Bis jetzt ist die Fackel noch nicht ausgegangen. Ich glaube nicht, dass die Fackel wirklich ausgehen kann. So, in meiner Wahrnehmung. Warum bin ich jetzt so knapp am Überladen sein? Achso, hier. Gale. Trag den Scheiß. Trotzdem immer noch knapp am Überladen sein. Also, krass. Irgendwas habe ich verpeilt. Ich kann erstmal den Ring nehmen, weil er da hübsch ist. Was nimmt hier so viel Gewicht in Anspruch? Oder läppert sie es einfach zusammen? Über die Menge. Vielleicht läppert sie es einfach zusammen. Ich glaube, wir haben nicht mehr von jedem einen Heiltrank, oder? Ja, tatsächlich gibt es keine mehr einen Heiltrank. Doch, Moment. Sie hat noch einen Heiltrank, aber die anderen beiden nicht. Dann sollten wir die Heiltränke nochmal splitten. Stapel teilen. Und nochmal Stapel teilen. Das geht an Gale und das geht an... Was ist jetzt Schattenherz oder Lizale? Ja, so ist es, glaube ich, gut. Und da ist noch ein Beutel. Wir haben wahrscheinlich wieder einfach irgendwo verkaufen müssen demnächst. Oh. Hier, Schattenherz. Lizale. Lassen wir jetzt liegen. Und wir haben... Jetzt haben wir doch mehr davon. Schattenherz könntet die doch nehmen, oder? Ja. Dann laufen wir hier in Hafnerkleidung rum. Auch geil. Du bist, glaube ich, nicht geübt. Nee, du bist nicht geübt in mittlerer Rüstung. So. Ach, Gold hat auch ein Gewicht. Ja, das ist natürlich ein Problem. Deswegen läppert sie es vielleicht zusammen. Wir haben einfach relativ viel Gold inzwischen. So, hier kommen wir nicht mehr rüber. Also wir könnten sehr, sehr weit fliegen. Das ist ja ungünstig. Erreiche die Krit-Yankee-Krippe. Machen wir das mal weiter. Ist irgendwo hier hinten. Gebirgspass. Wandeln wir uns jetzt? The voice is irresistible. You recognize the overwhelming authority that you've used on others, only infinitely stronger, and turned against you. Your vision clouds, leaving you in a dark, featureless shadowscape. Nothingness in every direction. Then there are three figures before you. An armored male elf, exuding power and command. A handsome younger man with a quick, easy smile. And a pale young woman with even paler eyes. These are my chosen. Okay. They speak for me. Aid their search for the prison. And you will be worthy to stand beside them in my presence. Ich will nicht neben irgendjemanden stehen, ich will mein eigenes Ding machen. Oh. Das ist spannend. Pushing the voice away. Das ist praktisch. My power grows. My forces gather. The reckoning
Ich mag Schattenherz. Mit ihrem Artefakt, das er geklaut hat. Das ist praktisch, wenn man sich damit wehren kann. Don't give me that look. I don't know what just happened any more than you do. We should keep going. The voice is gone. Muted by this Gith relic. Why does a half elf carry it? Das weißt du doch schon. Geht es zu anderen, wenn wir die Parasiten gegen sie verwenden? Der Klimbim scheint wichtig zu sein. Passt drauf auf. Was habt ihr da für ein Ding? Not exactly. All I know is it's important I get it back to Baldur's Gate. At any cost. Okay. I am a servant of Shah. My home is a secret cloister in Baldur's Gate. I need to bring that artifact back there. Okay. Das klingt jetzt spannend. I can't tell you anymore. This mission required utmost secrecy. We all submitted to having our memories suppressed so that we couldn't betray Shah's confidence. Okay. Das klingt nicht mehr so cool. I'll have my memories restored. Until then, I have to guard the artifact with my life. There. You have the truth, for all it's worth. Let's continue. Na gut. You worship Shah? Blimey. She and my beloved Mistra are not exactly friends. Ja gut, lass die Götter doch unter sich spielen. Wir können doch trotzdem Freunde sein. Wen ihr anbetet, erzähl mir etwas über das Artefakt. Ich wollte keine gemeinsame Sache mit einer Schar-Jüngerin machen. Euer Glaube ist ganz allein eure Sache. Tja, danke, dass ihr mir das erzählt. Okay. Ist mir egal, wen ihr anbetet, erzählt mir etwas über das Artefakt. Sie wollt aber offensichtlich jeweils nicht darüber reden. Euer Glaube ist ganz allein eure Sache. I didn't think you'd react so pragmatically. Ja, ich habe auch irgendeine Entität auf meiner Seite. Nun ist die Wahrheit raus, erzählt mir mehr. Talk to me later. We've got more pressing matters to see to right now. Okay. Na gut. Akzeptiere ich so. So. Nochmal speichern, ob wir das nicht alles nochmal machen müssen. Also, dass ihr den nächsten Schritt wagst, warum das Gebiet, das ihr betreten wollt, ist für die Gruppe eurer Stufe extrem schwierig. Okay, wir machen andere Sachen erstmal hier. Dann gehen wir halt erstmal die anderen Sachen angucken, die hier noch so sind. Hier ist nichts mehr, aber hier können wir wieder hochklettern. Die erwarten schon, dass man hier sehr, sehr viel fertig macht in dem ersten Gebiet. Du kannst ja schon ziemlich schnell hier durchjuckeln. Rauchpulverbombe. Müssen wir vielleicht mal einsetzen, unsere Sachen. Ich habe ja auch, glaube ich, eine Nebelschriftrolle oder sowas. Noch was freigeschaltet. Ich habe nicht herausgefunden, wie ich überhaupt Alchemie mache. Aber schön, dass ich mal Sachen freischalte. Hier ist auch noch eine eingestürzte Brücke. Schwere Truhe leer. Schild. Was ist das für ein Schild? Risen Road. Closed due to inclement weather. Seek marked detour. Springen kann ich das nicht, aber ich kann es doch sehr wohl Nebelschritten. Die anderen können aber nicht folgen, ne? Weil keiner von euch einen Nebelschritt hat. Die Frage ist, wo ich hinkomme. Höhlenloch. Komme ich ja wieder nicht rein. Kann ich noch was anderes mitmachen? Verwenden kann ich das nur. Oh. Was ist denn hier für eine Party?
Oh. Okay, komme ich irgendwie in den Minenschacht rein, I guess? Oder einfach eine dicke Holztruhe. Mit einem Giftpfeil. Pfeil der Säure, Gold. Können wir einfach so machen. Ist auch okay für mich. Wenn es nur das ist. Nee, euch brauche ich nicht. Hier nach unten Nebelschritten wird schwierig. Ich könnte, glaube ich, hierhin schon Nebelschritten. Da wäre schon möglich. Könnte sogar bis hier runter. What the fuck? Du kannst alles skippen, wenn du diesen Zauber hast. Das ist ja krass. Ist ein bisschen doof, dass wir jetzt beide Zauberplätze brauchten. Kann ich zurückhüpfen? Gerade so. Wir räumen nicht beide Zauberplätze. Abgeschirmt. Zustand. Von der Stimme des Absoluten abgeschirmt. Okay. Jetzt sind wir quasi Quellen verstummt. Okay, okay. Hier war doch irgendwo noch was, wo wir abbiegen wollten. Hier. Hier wird ja auch noch gemöllert. Something's burning. Ich kann da hoch. Kann ich davon hier reinspringen? Nee. Kann ich nicht. Wofür ist das dann? Und dadurch kann ich ja auch nicht, oder? Nee, sieht nicht so aus. Ah, die Faustdudes. Hier brennt's irgendwie noch. Hallo. He of the unsleeping eyes. Grant me the might to carry this burden. Grant me the faith to face darkness without fear. Es war wohl nicht die flammende Faust. Was? Er war wohl nicht für die flammende Faust gemacht. Only a coward would speak ill of the fallen. Would that the arrow had pierced your heart instead. Aua. A massacre. Drow and Goblin slaughtered the lot. Please, just leave me Faust. Be. Okay, dann lass ich die halt. I hear shouting. Great Someone God needs help. Help. Allow us peace in this plane and beyond. Was geht denn hier ab? We'll never put this fire out. You're better off helping anyone trapped inside. Wir könnten Wasser machen. Wir hatten doch hier, Moment. L? Magier? Nee, Kleriker war es, oder? Du hast doch hier Wasser erschaffen oder zerstören. Gebet der Heilung. Stufe 2. Heilendes Wort nehmen wir raus. Machen wir das dafür rein. So, und jetzt kannst du doch. Wasser. Erschaffen. Ich wollte eigentlich nur da durch kurz, aber das hat wohl nicht so gut funktioniert. Warum sind wir jetzt alle geschockt? What's happening? Nein, 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 nein. Das war rot. Okay, wir haben es versucht, hat nicht funktioniert. Mit dem... Ihr habt irgendwie, ihr macht das so ein bisschen, aber es kommt immer wieder. Feuerweinfass. Ne, da will ich dann irgendwie nicht rein, glaube ich. Zertrümmertes Weinfass. Bist du stark genug, um das wegzuschieben? Bist du? Finde ich gut. Gold, Gold, Gold. Goblin-Tanten.
Söldner Flammenfaust. Brief. Erstmal lesen. Hey Dumpfkopf, ihr habt ein Schnäuztuch auf meinem Küchentisch vergessen. Ich habe es noch nicht weggeworfen. Manchmal möchte ich euch am liebsten in eine Schlankgrube stoßen, aber dann sagt ihr wieder so dumme und lustige Sachen, dass ich tagelang darüber nachdenke. Keine Angst, lasst uns reden. Wenn ihr wieder da seid, passt da draußen auf, Rhea. Ich glaube, das mit dem Aufpassen hat sie erledigt. Nope, 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 nope. Alles leer hier. Dann gibt's wieder. Was war denn erfolgreich? Was habe ich denn wahrgenommen? Ich hab's nicht gesehen. Ich hab's wirklich nicht gesehen. Die Kamera ist ein bisschen. Höhlenloch. Aua, aua, heiß, heiß, heiß. Enough time wasted. Battle awaits. Holzfass. Mehr zu essen. Mehr zu essen. Und noch mehr zu essen. Okay. Hört doch auf, euch zu verbrennen. Was soll denn das? Ist ja nicht so smart, oder? Kann man hier Sachen zusammen... Moment. Das probiere ich jetzt aus. Braucht jemand, der stark ist. Du bist doch stark genug. Warum seid ihr überhaupt da oben? Warum bist du da oben? Warum bist du denn jetzt der Nächste da? Ich krieg einen Anfall. Stop it, please. So. Dahin und dahin und dahin. Kann ich die mal kurz lose machen, dass die anderen nicht die ganze Zeit mit drin. Oder läufst du denn rum? Okay. Spannend. So, kann ich jetzt hier hoch? Nicht erreichbar. Sie ist zu weit entfernt. Nee, hier hinlaufen bitte. Und dich nehmen wir noch da oben drauf. Dann kann ich mir auch dort drauf, oder? Kann ich jetzt hier hoch? Nee, man kann sich das nicht zusammenbauen, dass man da hochkommt, leider. Schade. Schade, schade. Oder es funktioniert zumindest nicht so, wie ich es jetzt gerade gemacht habe. Überall Feuer. Wie komme ich denn dann hoch? Nur hier oben durch den Gang. Okay. Aber hier hinten raus kann ich auch nicht, oder was? Nicht durchs Feuer rennen, ihr Vollidioten. Das ist ein bisschen... bisschen anstrengend, dass sie so einen Quatsch machen. Kostet einen Haufen Leben. Und Leben ist eine Ressource, Leute. Tote Goblin. Goblins dürfen wir ja looten. Wir dürfen, glaube ich, nur die
die anderen nicht looten, die Soldaten. Verblichen Drow Lederrüstung. Drowcraft Armor. No magic left though. Sun's too bright. Great God, help me. Allow us peace in this plane and beyond. Drow Plünderer. Wo geht's denn hier noch so hin? Hallo. Dass die Maus nicht so richtig präzise ist, ist ein bisschen ungünstig. Oder andersrum macht es ein bisschen unangenehm. Was geht denn hier, wenn wir hier aufmachen? Hier ist eine Holzschubkarre. Gut, übrigens, dass wir eine Dingens eingepackt haben, ne? Schaufel, hat sich jetzt schon gelohnt. Haben wir den Loot dadurch gefunden, den wir vorher nicht hatten. Warum wird denn hier noch die ganze Zeit geschrien eigentlich? Wird hier noch gefightet? Was ist hier? Ich habe das nicht verstanden. Jetzt bin ich überladen, ne? Da war was hier, Gale. Deswegen. Faulde Karotte, die könnt ihr gern behalten. So, hier drüben waren wir noch nicht drin. Hier ist ein Wasserfass. Schnell durch! Nein, nicht reden! Halt die Bappeln! Jetzt stehen wir am Feuer, ne? Super. Ach, das ist... Was das angeht, man... Was das angeht, ist das Spiel echt ein bisschen blöd. Also, dass man... Ich wollte jetzt einfach nur laufen darüber, während ich das gerade mit dem Wasser gemacht habe. Das ist schon der zweite Versuch, der gefailt hat, mit das Wasser löschen und dann schnell durchlaufen. Bettlagen, Seifenstücken braucht man nicht, so schlimm stinkt man glaube ich nicht. Goblin-Plünderer. Hühnereier kann er behalten. Fleckiges Buch, nehmen wir mal mit. Was steht in dem fleckigen Buch drin? Grüße deinen inneren Goliath. Insekt, Wadenbeißer, halber Meter. Steine, die deine Feinde werfen, um dich klein zu halten. Oder Stufen, wo du dich erheben kannst. In jedem Gnomen schlummert ein innerer Goliath. Indem du Zweifel, negatives Denken und eine kleine Abonnementsgebühr beiseite legst, kannst du auch lernen zu wachsen. Alles klar. Goblin Scam. Gleich, ich muss noch kurz looten. Falls ihr irgendwie noch Gold versteckt habt. Nö, da nicht. Da nicht. Und da auch nicht. So, du bist doch stark genug, oder? Okay, ich kann jetzt hier nicht durch, weil ich kann das hier nicht kaputt machen. Kaputte Tür. Ja, einfach angreifen. Au! What the fuck? Elminster's not around. Action, not reaction. Ich habe ja komplett ins Gesicht gekriegt bei der Explosion. Hallo. The fire. Hurry. Get this thing off me. So den Balken nachzugeben, wegzuhebeln. Hier immer mit Bonus und allem machen.
Ich hätte mit der Tante mit der Stärke das machen sollen. Komm schon, nochmal. Ich habe so viel Inspiration. Let's go. Yes. Göttliche Führung hat's gemacht. I think that's it. Den wollte ich jetzt mal retten. Rette den gefangenen Mann. Tagebuch aktualisiert. Du stehst irgendwie Thank you. Im Feuer, Boy. Thank you. Niedergeschlagen. Den können wir aber nicht retten. Oder was? Find a way out. Hä? Keep moving, damn it. Warum kann ich hier kein Wasser mehr machen? Brauche eine Aktion? Wieso habe ich denn keine... Wieso habe ich... Moment, ich habe Züge? Wieso habe ich denn Züge? Echtzeit. Da will ich hin. Also, jetzt ist er da. Okay. Hat sich erledigt. Ich glaube nicht, dass ich das mit meinem Create Water löschen kann. No. Gods, no, no, no. You should have stayed. You should have been with me. Gute Kamera. Danke dafür. I was in our room. We had a fight. If I just kept my mouth shut about that bloody dowry, she'd still be here. Was für eine Mitgift. It's for a sister's wedding. I made a stupid joke about keeping it. We argued about it for hours. Then she took the dowry and left. Sie ist doch nicht mehr da, die Mitgift. She was right. Das ist nicht eure Schuld, ihr habt es ja nicht ahnen können. I'm sorry, Mary. I'm so sorry. Please, just go. I need a moment with her. Okay, we go. Wir haben den Mann gerettet, aber was jetzt mit dem ganzen anderen Kram? Hier sind noch einiges mehr, was hier abgeht. Oder? Red noch mit denen. Don't just stand there. Push. Dann helfen wir halt, aber. Haben wir Glück gehabt, würde ich mal behaupten. Das hätte auch anders ausgehen können. Alles klar. Der die Tür wegtritt, die vier Leute nicht aufgedrückt kriegen. Nice one. Nice one. Ein Blick für die Götter. Rettet den Großherzog. Wo rennen denn alle hin? Jetzt brenne ich schon wieder. Ach, das ist doch kacke. Ab zum Großherzog retten wir ihn. Wir sind immer wieder blind. Okay, du musst dich jetzt mal heilen. Wir nehmen mal dich. Stellen euch weg und du. Hallo? Danke. Und du greifst diese Tür an. Okay,
Okay, da kommen wir nicht rüber. Scheiße. Dann greifst du diese Tür an. Oder auch nicht. Wir reden anscheinend mit der Tante hier. Jetzt nicht. Okay, was denn dann? Was steht denn hier rum? Okay, das ist die falsche Waffe. Ich könnte es doch auch. Also verstehe ich jetzt nicht, warum das ich halt machen muss. I'm afraid Papa thanks Miss Waite. Hä? No one back home will ever believe this. Never wanted the easy path. Haushaltsgebet. Fallakte. Gibt's hier was zu looten? Wenn wir hier schon über den Großherzog irgendwie in den Gemächern rumjuckeln. Nee, sieht nicht so aus. Schloss knacken. 80. Oh Gott. Unwahrscheinlich, ne? Das ist ein 3. Das ist 25% Wahrscheinlichkeit mit unserem Bonus, dass wir es schaffen. Dann noch plus ein D4, also 30% vielleicht. Oh Gott, und dafür geht dann ein Diebeswerkzeug drauf. Ja komm, wir versuchen es. Nice. Kein Grund zur Aufregung. Was ist das denn jetzt schon wieder? Atemlose Beschreibung der jüngeren Geschichte Eltugards. In diesem Buch wird durch die Illustration einer brennenden Stadt eingeleitet. Okay. Kein Grund zur Aufregung. Spannend. Wir lesen klickt. Bewohner der Schwertküste. Es gibt keinen Grund zur Beunruhigung. Gewiss habt ihr von den überschütteten Ereignissen gehört, welche die Stadt Eltoril heimgesucht haben, eine ganze Stadt in die Höllen versunken. Vielleicht habt ihr auch die geisteskranken Gerüchte vernommen, dass die Stadt Baldur's Tor ein ähnliches katastrophales Schicksal droht. Habt keine Angst. Die sogenannte heilige Stadt Eltoril war in Wahrheit seit langem ein Sündenpfuhl von Teufelsanbetern. Von der herrschenden Klasse bis zum Pöbel waren die Bürger allesamt vom Teufel besessen. Ob es von Geburt an in ihrem Blut lag oder sie von der Macht verführt wurden, ist jemand durch und durch böse. Eltoril einen Untergang selbst heraufbeschworen. Ja, okay. Ein Pamphlet. Aufheben wollte ich es. Göttliche Führung ist wieder weg. Oh mein, das göttliche Führung braucht Slots. Oder? Nee, ist ein Zaubertrick. Huf. Ich wollte schon sagen, es wäre sonst echt blöd geworden. Nein, nicht reden. Ich wollte the Gith Yankee are keen to reclaim the artifact I carry. I can't afford that to happen. Hab ich mir schon gedacht. None of us can. That thing is shielding us somehow. I don't want to know what happens if we lose it. Ja, weiß ich auch nicht. Letztendlich wollte es fortgeben. Das kann doch nicht hingehen. Finden wir es lieber nicht heraus. Wir müssen schon mit genug anderen zurechtkommen. Agreed. There's not much we can do but press forward. Warum hattet ihr Schmerzen? The wound on my hand. It never quite heals. And sometimes it causes terrible pain to rip through me. It's my burden though, from the Shah ist irgendwie so eine Schmerzensgöttin, kann das sein? Ihr mehr als ihr zugeben wollt, ich hoffe, dass in Zukunft seid ihr ehrlicher. Warum tut Shah euch sowas an? I'll try my best. Secrecy is ingrained in me. Lady Shah considers it greater protection than any shield or armor. Kann ich verstehen. Was löst den Schmerz aus? Difficult to say. Sometimes I wonder if it's supposed to be guiding me, punishing me, testing me. But perhaps it's none of those. Perhaps it's completely random. I'd like to hope there's more to it than that. Some meaning that Lady Shah will reveal to me when the time is right. Until then, all I can do is endure. Ich wollte jetzt nicht ein komplettes
anderen Ding zuwenden. Weggehen. So. Ich wollte eigentlich... Wir haben hier gerade voll das... So, jetzt mal hier oben. Kiste öffnen. Kleidung. Unedler Hut. Einen Hut nehme ich doch mal. Haha. Sehe ich voll supi aus und so. Eine Kerze. Bettlaken. Bettlaken brauche ich nicht noch mehr. Zertrümmertes Weinfass. Feuer. Warum konnte ich das hier knacken? Das ergibt für mich so wenig Sinn. Also ich konnte es zwar, aber es ergibt halt wirklich wenig Sinn. Also was bringt mir das? So, wir haben den Herzog gerettet. Kann ich jetzt... Hier kann ich nicht hin? Ich habe ja, obwohl ich die Tür zerstört habe, kann ich da nicht hin? Das gibt ja noch weniger Sinn. Okay, ich könnte es hier auch noch aufmachen, aber ich glaube, das will ich nicht. Ich glaube, ich will auch nicht die Tür aufmachen. Das knallt, glaube ich, bei dem, was da brennt. Hier tropft es an der Stelle. Tropf, tropf, tropf. Jetzt brennen wir schon wieder. Aua. Fresh air. Du bist der Herzog? Your boldness is a blessing. I'm in your debt. Counselor, are you all right? Takes more than mere fire to break me, Yuva. Okay. Now listen, hätte ich auch gerne. Duty calls. Drow have taken Grand Duke Alder Ravengard. Oh shit. If my eyes and ears can be believed. Gauntlet, report to the manor and send for reinforcements. We must find the Duke. On your command, Counselor. The rest of you, count the dead. Take word of their sacrifice to this city. And you, I must ask again for your aid. Was? Warum? Please, rescue Ravengard from his drow captors. The council will reward you for your effort. May I trust you'll see it through? Sein Champion für Leute in Baldur's Tor? Ich bin doch einem Schnösel aus der Oberstadt keine Treue schuldig. Was? Rettungsruf gescheitert? Ihr habt andere Neumöfe. Oh, hier, warum nicht? Champion indeed. He's the invisible force holding Baldur's Gate together. Without him, the city faces collapse. In fact, I fear that may have been the intention of those who abducted him. Ah. Warum gerade mir vertrauen, ihr habt andere Neumöfe? By the time aid arrives, it might be too late. You've the heart of a dragon and the will of a hero. Tell me, I can count on you. Ich werde nach Westen reisen und Herzog, müsst ihr mal, ja, versuchen wir das. Thank you. And should your courage falter, remember the Duke's generosity. Yay, Gold! Go. You should pick up the Drow Trail with ease. I will seek reinforcements and join you when I can. Also zu spät, wie immer. Belohnung, wir haben, Moment mal, wir brennen noch. Zauberfunkler. Selten. 0-7 Schaden. Dann hat das. Wir brennen noch, Leute. Ihr könnt mich nicht einfach so... Oh, wow. Sie ist tot? Wie denn das jetzt? Das ergibt so gar keinen Sinn. Das ergibt gar keinen Sinn. Warum ist sie denn jetzt tot umgefallen? Och, Manno. Nein, nicht löschen. Laden. Oh je, ey. Dieser schöne 20er Roll muss dann halt auch weg damit. Warum ist denn plötzlich jemand tot in meiner Truppe da am rumliegen, ey?
Vor allen Dingen, Todesrettungswürfe sind auch durch. Wir hatten gerade alle noch irgendwie mindestens 10 HP. Wo sind die denn jetzt plötzlich hin? Hat sie in der Zwischensequenz beim Reden im Feuer gestanden und deswegen sie gestorben? Also, dass ich das immer noch nicht hingekriegt habe, es tut mir leid, aber das ist einfach Quatsch. So, wir rennen darum. Jede Menge Kram, wir müssen aber nicht mehr so viel looten, wir machen das einfach nur schnell fertig. So. Oh, halt, das ist Feuer. Das machen wir nicht auf, das ist das Gefährliche. Blind ist nicht so schlimm. So, und du gehst hier hin. Und greifst sie an. So, und dann wieder alle raus. Frau, lauf, 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 lauf. Wir sind überall blind. Und wieder alle raus. Und komm, es steht bitte nicht wieder im Feuer. Das kennen wir jetzt schon. Champion haben wir ausgewählt gehabt. Du hast eine Antwort unter deinem Befehl. Ich werde es machen. So. Und wir holen uns den Zauberfunkler. So. Jetzt mal wieder an dem Punkt, wo wir eigentlich sein wollten. Was bist du? Bist du ein Dolch? Bist ein Zauberstab, oder? Bin mir nicht sicher, was es ist. Beidhändig kämpfen, vielseitig. Mit wen? Wenn der Anwender Schaden mit einem Zauber oder Zaubertrick bewirkt, erhält er 2 Blitzladungen. Kann die Magie des Absorbieren zerstören. Okay. Spannend. Ich würde sagen, wir gehen jetzt nochmal verkaufen. Verschollene Lieferung. Smaragdhain. Können wir uns dahin porten? Wir können nur in der Umgebung des Smaragdhains porten. Auch weird. Na gut, dann dahin. Ich glaube, hier können wir noch ein bisschen was verkaufen. Dass es hier keine Markierung gibt, dass irgendetwas nicht mehr notwendig ist. Was? Nicht da. What? Weil ich mich rausgepolt habe, komme ich jetzt nicht mehr rein? Das ist nicht euer Ernst. Ich komme nicht mehr in den Smaragdhain rein. What? Nee, jetzt. Oh, ich dachte. Okay, war nur zu. So, ich glaube, du warst ein Händler, ne? Mit ein bisschen Coins. Need anything else? Zeig mir mal die Ware. But please, remember. Was brauchen wir jetzt nicht mehr? Die ganzen Bücher. Das Tor ist geschlossen. Ja. Das brauchen wir auch nicht mehr. Den Ring brauchen wir nicht mehr. Dolch wahrscheinlich nicht mehr, wie ich das so verstanden habe. Die wiegen ein ganzes Kilo, 1000 Goldmünzen. Trank des Gedankenlesens. Was ist denn so schwer? Ich würde es gerne nach Gewicht sortieren. 1,2, 0,2, 0,1, 0,1, 0,2. 2 und. Oh, yo. Wait, wieso ist unser Rucksack 22 schwer? Hä? Der ist. Okay. Buch der toten Götter wollen wir behalten. Die Briefe wollen wir behalten, auf jeden Fall. Pfeil der Säure. Diese wiegen halt eigentlich fast nichts. Wo kommt das Gewicht her?
0,1, 0,8 und 1 Kilo, 0,5. Die wiegen auch nichts. Ich bin ein bisschen irritiert. Geschossfang. 1D10 für seinen Geschicklichkeitsmodifikator verringern. Lederhelm könnten wir uns holen. Wir könnten uns hier eine Verbesserung holen. Das ist Mittel. Färbemittel gibt es hier noch. Mehr Grün. Gail hat hier noch ein paar Sachen, die wir verkaufen können. Großschwert. Jagdbogen. Zweihandhammer ist, glaube ich, auch schlechter, was wir alle anderen haben. Silberbarren, so. Insgesamt 1300. Sylvanas be with. Was ich noch nicht ganz verstanden habe, ist, wo kommt das ganze Gewicht her? Alchemiebeutel, Reise im. Daher. Vom Reisesack. Du kannst nämlich nicht alles einfach einsacken, das hat nämlich Gewicht. Wir haben 37 Kilo allein vom Futtern. Wir haben auch 788 Lagervorräte. Ich glaube, das ist halt. Nein! What happened? Oh Gott. Das war nicht der Plan. Scheiße, ich hab den Reisesack ausgekippt. Oh Gott. Kann ich das nicht Anlager senden? So, Reisetruhe. Anlager senden. Anlager senden. Was davon ist denn so schwer? Hier. Anlager senden. Moment. What the fuck? Anlager senden. Kann ich mir nicht irgendwie einen Stapel daraus machen oder so? Oder eine Tasche? Die Käseräder. Anlager senden. 33 Kartoffeln. Anlager senden. Ja, ich sehe das Problem. Weinkaraffe. Anlager senden, Anlager senden. Ich brauche eine Schnelltasse dafür. Die ganze Melone weg, eine Honigwabe. Die gibt es dann erst im Lager. Der Wein ist für abends zum Saufen, bevor wir schlafen gehen. Wird alles schön ans Lager geschickt. Und ein bisschen Brot dazu. Salami. Was? Salami kann man als Waffentyp benutzen? Ach so. Na klar. Warum kann man Salamis als Waffentypen benutzen? Wieso kann ich Leute mit Salamis verprügeln? Immer noch irgendwie 400. Rucksack. Hä? Wait, warum ist der Rucksack bei mir? Geil, trag deine Rüstung. Da ist aber auch Heiltränke drin. Deswegen habe ich so einen Haufen Zeug und so viel Gewicht. Wie sind die denn zu mir zurückgekommen? Ich
ist auch ein Alchemiebeutel drin. Und hä? Das versteht mal einer. Wer von euch hat keinen? Schattenherz hat keinen. Doch, du hast noch ein Reisegepäck. Lesel hat kein Reisegepäck mehr. Warum? Warum hast du es einfach zu mir rübergeschoben? Ich habe irgendwas angeklickt, was ich nicht anklicken wollte. Nach Typ sortieren. So, das können wir jetzt auch wieder zusammen machen. So, jetzt habe ich auch wieder mein Gewicht ordentlich reduziert. Und es auf andere verteilt, das mehr Sinn ergibt. Okay. Hier ist noch so viel zu tun, glaube ich. Also gerade hier unten in dem Bereich ist, glaube ich, noch einiges zu tun. Weil wir das hier gar nicht erkunden haben. Wir sind ja hier gestartet und hier hochgelaufen. Wir könnten hier einfach noch rüberlaufen komplett. Für eine Klippe am Straßenrand. Swift as my feet can carry me. Brennen, brennen, brennen. Oh, da ist nämlich sogar noch jemand zum Reden. Guten Tag. Wer sind Sie denn? Harry, I've got one of those brain things cornered. There, in the grass. You can kill it, can't you? Like you killed the others? Kannst du doch auch, oder? I was hoping for a kind soul. Wow. Was geht denn bei dir ab? Nice. Geschafft. Wegrollen. Greift er mich einfach hinten an, der Typ, ey. Was ein Schurke, ey. I saw you on the ship, strutting about whilst I was trapped in that pod. Ich hätte dir geholfen, dich gesehen. And those tentacled freaks do to me. Mich hatten sie auch entführt. I'm not an idiot. I saw... Your mind twists. You're looking out of unfamiliar eyes, prowling dark, busy streets. You try to hold the memory, but it fades to the worm. The light. The fear. What was that? What's going on? Jundach, du bist auch ein Auserwählter. Ihr habt aufgestanden, keine Ahnung. Nee. Of course. That explains things somewhat. And to think, I was ready to decorate the ground with your innards. Apologies. Ich mag dich jetzt schon nicht. Ich hab da wohl mehr zu bieten, das tut mir leid. Wine and flowers, so I hope an introduction will suffice. My name's Astarion. I was in Baldur's Gate when those beasts snatched me. Okay. Is that so? We clearly move in different circles. So, do you know anything about these worms? Ja, leider, sie machen uns zu Gedankenschindern. Ich weiß, dass wir sie in den Köpfen haben. Was wir nicht in den Köpfen haben wollten. Turn us into. Of course it'll turn me into a monster. What else did I expect? Although. It hasn't happened yet. If we can find an expert, someone that can control these things, there might still be time. Ja. Ihr solltet mit mir reisen. Gemeinsam haben wir bessere Chancen. Ich muss los, aber ihr könnt in meinem Lager ausruhen. Kontrollieren. Loswerden müssen wir sie. But first things first.
Ich muss los, ihr könnt euch in meinem Lager ausruhen. I was ready to go this alone. But maybe sticking with the herd isn't a bad idea. Safety in numbers, after all. An wen erinnert er mich? I hate to turn down an invitation. All right. Maybe I'll see you there. Good luck. Der erinnert mich an irgendjemanden. Also, irgendwie YouTuber oder sowas, jemanden. Da ist sein Pot, I guess. Aus dem er kam. Und wir haben irgendwo doch hier unten angefangen, ne? In der Gegend. What's hiding here? Oh, noch mehr Loot. Oh. Liebeswerkzeug. Das wäre praktisch gewesen so am Anfang. Nochmal Liebeswerkzeug. Das wäre sehr praktisch gewesen am Anfang. Das Wasser sieht auch so schön aus, ey. Ist einfach unfassbar. Wie hübsch dieses Spiel ist. Also. Deswegen ist hier Liebeswerkzeug. Gib mir mal die göttliche Führung hier. Dann schaffe ich den Fünfer schon. Das ist das Diebeswerkzeugs-Tutorial sozusagen. Okay. Er hat komplett übertrieben. 22 bei einer 5er Schwierigkeit. Oh! Das ist praktisch. Ich habe meine Mütze eingebüßt. Aber jetzt habe ich doch plus 1 auf Geschicklichkeitsrettungswürfe. Nice! Oh. Doch, Tiere sprechen habe ich. Hallo, Schweinchen. Away! Away! Ganz ruhig. Too many of my kind died because of your spears, but not me. Ist okay. That's fine by me. Und verzieht, ich komme nicht. Nee, da runter komme ich nicht. Auch wenn es hier so aussieht, kann ich da runter. Okay. Ich hab fast den einen Dude nicht eingesagt, ne? Weil wir einfach hier nicht lang gelaufen sind am Anfang. Das wäre schon ein bisschen witzig gewesen. Einfach das ganze Spiel mit einer der Hauptpersonen nicht gespielt. Wenn man es verpeilt hat. Hier geht es nirgendwo mehr so wirklich hin. Ja. Hier in dem Bereich haben wir noch nicht alles entdeckt. Ach, laufe ich wieder durch Feuer, ne? Hätte man ja auch mal hüpfen können durchs Feuer. Eine kurze Rast haben wir noch. Und 11 HP. Oh, hallo Erdhaufen. Buddel, buddel, buddel. Juhu, Schatz. Kind of Feuerbernstein. Mitnehmen. Eine Schaufel haben wir schon. Brauchen wir nicht noch eine? Es sieht danach aus, dass wir uns die Lieferung und um Halsin kümmern müssen. Würde ich mal behaupten. Oh, da ist noch ein Beutel. Hätte ich fast übersehen. Wie viele Edelstein- oder Halbedelstein-Varianten man hier? Schild aus Holzresten, das brauchen wir nicht. Da haben wir besseren Kram. Da kommt man zu denen, wo wir waren. Man kann halt hier unten drunter durchlaufen, ne? Da ist auch noch so eine Kapsel. Geh mal kurz unter der Brücke durch. Lauf, 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 lauf. Lauf, 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 lauf. Lauf, 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 lauf. Was? Verdrehter Ranke, Rettungswurf? Cool, haben wir wohl geschafft. Cool, 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 cool. So, da drüben ist nämlich noch so ein Pot gewesen. So ein Mindflayer-Pot. Gedankenschinderkapsel.
If its occupant survived, then nowhere to be seen. Okay. Ist einfach verschwunden. Schild aus Holzresten. Ja, das Spiel ist mal wieder wirklich so hübsch. Das gerade auch die Wassereffekte und sowas, wie hier so fließt. Ich find's hübsch. So, hier drüben waren wir doch. Ne, hier sind wir nicht reingegangen in die Höhle. In der Höhle waren wir nicht. Da ist bestimmt. Achso, da sind wahrscheinlich die Eulenbären drin. Sollte ich durch vorher nochmal resten, damit ich meine HP hab. Albert tracks. Its nest must be nearby. Oh, ein Respite. Das wunders. So, da haben wir uns nämlich gut geheilt nochmal. Und gespeichert. Die Frage ist, ob wir die Eulenbären schaffen. Höhleneingang. Da waren wir schon mal, ne? Ja, genau. Da haben wir nämlich das hintere Teil des Nestes, den kennen wir schon. Ich würde mal sagen, wir nehmen jetzt mal sie lieber nach vorne. Wow. Hier geht's rund. Müssen wir gucken, ob wir das hinterher machen können. Da gibt's was zu looten. Einen Stein brauchen wir nicht. Schlamm. Wasser. Das ist irgendwie wie so ein Gebetsding. Kann man da irgendwie von hier hinhüpfen vielleicht? Hey, von hier kann man hinlaufen. Und da ist auch ein Wegpunkt. Oh, wir hätten einfach klettern können. Ha! Viel zu einfach. Dass man da klettern kann, habe ich nicht gesehen. Ich dachte, man kann nur runterspringen von der Seite aus. Luna-Schrein. Sealed by magic. There's no smashing this open. This thing won't yield its contents easily. Okay. Gedanken wahrnehmen, Schriftrolle. Trank des Sprechens mit Tieren, Heiltrank. Krieg zwischen Saloon und Char. Vergoldete Truhe, Weihrauch. Meine, das ist nur lila, das ist gar kein Wegpunkt. Der Krieg zwischen Saloon und Char. Alte Foliante beschreibt, wie Saloon und ihre Schwester Char entstanden. Die silbernen, strahlende Saloon und die dunkel verlockende Char ergänzen einander und brachten eine klare Trennung von hell und dunkel ins Universum. Okay. Another step forward. Eine Kiste, die man nur. Ich kann sie mitnehmen. Aber die man nicht kaputt machen kann und die man nur mit dem passenden Schlüssel wahrscheinlich öffnen kann, sinnvoll. Was ist hier passiert? Der Eulenbär ist tot. An unhatched one would fetch quite a price. Kopf eines zerbrochenen Speers. Boah, ich habe die noch gesehen letztens. These are supposed to be worth a fortune. Das ist ja spannend. Ich war hier drin, wo sie noch am Leben waren. Du hast sogar ein Junges getroffen. Aber ich sehe jetzt nur einen erwachsenen toten Eulenbären. Bag of Holding.
Hier kann ich sogar klettern. Ich kann hier hochklettern. Aber wozu? Ich kann ja wieder in den Felsen rein, aber wozu? Ich verstehe es nicht. Da verliere ich TP. Ups, nee. Ha. Ich bin etwas irritiert. Ich habe einen Eulenbären. Eine Rüstung, mittlere Rüstung, 13, ungewöhnlich. Es ist aber eine leichte Rüstung, eine mittlere bin ich nicht. Kopf eines zerbrochenen Speers. Diesem zerbrochenen Speerkopf ist ein gaffendes gelbes Auge eingestanzt. Bin ich halt wieder hier. Schweinelände. Lootet ist hier auch alles. Wo kriege ich... Wie kriege ich die Truhe auf? Ich habe nur gekriegt, dass es eine magische Truhe ist, die man nicht kaputt machen kann. Mittlere Zähigkeit, Selun-Siegel. Ein Schutzschild umgibt die Truhe und verursacht bei allen Ketzern, die sie berühren, 4 bis 24 gleißenden Schaden. Bei allen Ketzern. Aber bist du nicht? Au. Du bist ein Ketzer. Ich dachte, sie wären ein... Bräuchte also ein Priester von Selun. Schwierig. Jetzt haben wir einen unserer Frontkämpfer fast tot. Wunden heilen. Das war nicht so viel. Wenn noch einen brauchen. Okay, na dann raus hier. Gut. Das war das. Soweit. Höhleneingang. Dann wieder hoch, würde ich sagen. Ich drehe es mal so rum, dass ich es zuordnen kann. Und hier in dem Bereich war ich, glaube ich, noch nicht. Bin ich nicht reingegangen, oder? Ach doch, da bin ich nur kurz durchgerannt. Das war das mit den Goblins. Goblins. Speichern wir nochmal. Weil hier ist, glaube ich, der Bereich, genau, wo es um die Goblin-Priesterin und sowas geht. Die haben wir ja eingeschüchtert, die Goblinos. Das ist auch wieder ein Wegpunkt. Hat Magier von Tiefwasser? Großherzog, Trauer im Großen Gravengard und führt. Rett den gefangenen Mann, rett den Großherzog, keine so viele Kritjagi-Krippe. Rett den gefangenen Mann, erwähnt ein Mitgift, es lohnt sich bestimmt noch zu suchen. Ja. Oh, hallo. My condition is worsening again. I need to consume some powerful magic or it may become volatile. Habt ihr etwas Geduld? Okay, ein magisches Artefakt geben. Oh no! Perhaps I'm not conveying the urgency of the situation. It's incredibly, world-shatteringly important you give me a suitable artifact. Please! Nicht entbehren, aber ihr bekommt, was ihr braucht, gebt mir noch etwas Zeit. Let's try, ihn zu überzeugen. Das hat funktioniert, die Frage ist... Of course. I hate for you to think me impatient or ungrateful. I shall persevere
for now. Ich glaube, wir wollen ihn lieber ersetzen. Weil ich glaube, er kann auch nicht mehr lange mitmachen. Er ist jetzt nämlich auf Arkanen Hunger. Geist wird abgeschöpft. Er ist bei Konstitutionsrettungswürfen im Nachteil. Lass mal kurz ins Lager gehen. Und ihn gegen unsere Barbaren ersetzen, die wir sowieso haben wollten. Moving in. A private word would be nice. Another joins our merry band. We'll need to keep our wits sharp around him, I think. I question the wisdom of that decision, but so be it. I'll so. Be here in. Später wieder. Mit dir ist was zu besprechen. Wir wollen aber nicht zwei Hexenmeister dabei haben. Wir könnten jetzt Astarion noch mitnehmen, aber ich glaube, ich will lieber Karlach mitnehmen. I've got my eye on that rogue. For a few reasons. He's not infernal, at least. There's something else about him. Let's hope whatever's going on under that impressive mop is good news. Los, brechen wir auf. Aber Moment. Verhinderter Kampfrosch. Wird durch schwere Rüstung belastet. Bis die Rüstung entfernt wird, gewährt Kampfrosch keinen zusätzlichen Schaden. Oh. Habe ich ihre... Oh, verdammt, wo habe ich ihre Rüstung? Habe ich die verkauft? No. Bestimmt habe ich die irgendwo verkauft. Die braucht leichte Rüstung. Das wusste ich nicht. Geht mittlere Rüstung auch? Mittlere Rüstung geht auch. Besser als nix, I guess. Besser als die Elfer, die sie vorher hatte. Jetzt hat sie den 16er, kann sie dann aber wieder an dich abgeben. Ja. Und Heiltränke hat, glaube ich, jetzt jeder gerade noch. What's up for discussion? Kratzer kann ich nicht mitnehmen, oder? Hope you're keeping well, friend. Okay. Lager verlassen. Speicher nochmal, wenn wir das nicht nochmal machen müssen. So, was geht denn hier sonst so ab? Verfaulter Pilz und verfaulter Fisch. Das wollen wir nicht. Sandalen. These goblins aren't exactly as proud as occupiers go. Wouldn't blame the gobs. Place looks like it's been abandoned a good while. Verrotteter Korb. Okay, ist alles verrottet, glaube ich. Bottles of wine gibt's im Lager. So, das haben wir nämlich unsere Waifu-Squad on my hand. Hallo. Spurenleserin Schnetz. Keep your paws to yourself and I won't cut them off. Hm. Nett. Klar. Du magst mich anscheinend nicht. Fallenschärfungskit, das ist gut. Ihr seid nichts wert an Material. Ja, auch nicht. Ich glaube, also hier ist alles geplündert, würde ich mal behaupten. Hier ist... Oh, nee. Weinkaraffe nicht. Guck mal, Bier. Leute, wir haben Bier und Wein gefunden. Da liegt noch ein Skelett rum. Haben die hier eigentlich Skelette in dem Bereich? Skelett, Kurzbogen, Gold, polierter Ring. Liegt halt einfach rum. Schläger Burek. Everything here is ours. Bugger off. Ich stecke hier gerade alles ein. Was ich hier so finde. Oh oh. Shit! Da habe ich zu spät gespeichert, glaube ich. Hallo! Tastes like chicken. No chicken.
tastes like fish. Gentlemen, contain yourselves. This quarrel sells our feast. Besides, tastes like pork. And what surprise is this? Hallo, ich bin kein Zahnstocher. Was? Look here. I have eyed yet another prize. Fortune favors our bellies. Uh-oh. Stranger, be you friend or food, the mark is her measure. Show us the brand of the Absolute. Das wird... Ich gehöre zu den erwählten Jüngern der Absoluten. Let's try. I'm cunning. Yes. Ich bin sowas von cunning. Indeed. How regrettable that your meat must go unsavory. Ah, ist der cool, ey. Food? Food? Not food. Friend. Ein sehr wortgewandter Oger. Wie ich sehe, sagt er selbst das mal nicht. I've no use for the Absolute. Or any god. I follow two masters only. Gluttony and greed. Kann ich verstehen. Goblins understand my appetites. They sate my hunger for gold. Okay, ich kann also mit Gold kaufen einfach. And the rest sate my hunger for meat. Boss Goblin give gold. We check brand. Good deal. No talk. Sie sind sehr wortgewandter Oger. Not astonishing. A robust diet makes for a shrewd mind, you see. I am a gourmand. Wie geil. A delicacy. Were I so lucky? Ich könnte die für uns anheuern, ne? Vergesst die Goblins, ihr sollt für mich kämpfen. I am, by all accounts, a student of higher commerce and extortion. Make me an offer. Tempt me. Okay. 500 Gold. 1000 Gold, nachdem ihr für mich gekämpft habt. Ich bezahle mit dem Fleisch der Gefallen, ihr werdet schon satt werden. Boah! darf ich zurück? Ich darf nicht zurück. Oh Gott. Rip. Da ist jeder Bonus wurscht. Schwierigkeitsgrad 20. Aber es wäre, glaube ich, insane, wenn wir es hinkriegen. Ich probiere es jetzt nochmal. Oh, genau getroffen. A brilliant notion and a boon to my aching belly. We have a deal, my tasty kibble. Take my bone horn. One blow and the ground will quake with my feet. Use it when the need arises and never a moment before. Ogre kill everyone around, then Ogre eats them. Okay. Spoken, indeed. Ogre kill everyone around. Ich habe der Region nicht viel Ogre gesehen. We follow the sense of blood and gold to all lands fertile, friend. And this land proves particularly fruitful. Nice. Ja, meine Ogertruppe, die wir einsetzen können. When you are ready, sound the horn. Wir haben einfach eine fucking Ogertruppe überzeugt. That's curious. Ah, du hättest sie besiegen können. Indem du das auf den Kopf fallen lässt. Liebeswerkzeug. Angelaufenes Medaillon. Das hätte ich dann doch ganz gerne. Und ein bisschen Gold. Ist hier noch was irgendwie oben?
dass wir das kaputt machen wollen sonst. Schinken, Salami, yes, noch mehr Salami, dass sie die nicht gefuttert haben. A wie Azut und andere Götter 1. Lesen. Aumaunator, der Sonne strahlendes Licht, erhellt durch Wahrheit der Menschen Gesetz. Es schlicht Streit, wer seinen Namen spricht, und webt ein juristisches Netz. Asmodeus Vertrauen, das wird sich rächen, glaubt nicht seine Worte den Süßen. Noch gewisslicher wird er sie brechen, als die Teufel zu seinen Füßen. Auriel, kalt wie Schnee und wie Eis, des Winters frostiger Odem. Schenkt ihr Gold, schenkt ihr Speis, sonst erfriert ihr am eisigen Boden. Okay. Altes Schulbuch. Anwesenheit ist der Schule, füllt die alten Seiten. Im Laufe der Seiten und Tage verschwinden immer mehr Namen von Schülern aus den Einträgen. In hastiger Schrift besagt eine Notiz am Rand, dass jemand untersuchen muss, was mit den fehlenden Kindern und ihren Familien passiert. Shadowheart's attention is fixed upon the contents of an old journal. Hm. We should keep moving. Gehörst, ist die von hier, oder? Schon wieder eine Episode, warum passiert das immer wieder? Das wird uns nicht behindern. Nothing to be done about it now, anyway. Someone's diary might explain what happened here. Ich hab's gelesen. Schweinelende, gegrillte. Rot. Was? Rote Rippchen. Und Schweinewurst. Die Dummheit und der Niedergang. Die Flugwelle ist zwar ganz offenkundig alt, der Fettdruck ist aber noch zu erkennen. Nur eine Spielzeit lang. Das Theaterstück. Okay. Werbung. Ingame natürlich nur. So. Holztisch. Ah, man hat so viel anzuklicken. Ah, wie Azut Nummer 11. Ach du Scheibe. Sie luhen durch die Nacht uns lenkt. Ihre Tränen sind die Sterne, die Schwester bald schon sie verdrängt, doch nachts hält Angst sie von uns fern. Schar befreit von Trauer das Herz, doch schwarz-dunkle Nacht sie schafft. Verbirgt Geheimnisse und Schmerz und eure Freude, eure Kraft. Sivanus, der Gott der Wildnis, Gott des Zaubers aller Natur, wagt nicht zu schänden sein Bildnis, bringt Schaden und Kummer euch nur. Schar befreit von Trauer das Herz. Okay. Und das ist die 9. Will ich schon? Milir ist der Fürst aller Lieder. Erfreu dich an ihrem Klang. Hör seinen Reigen, gib ihn froh wieder. Lass dich erlösen vom schönen Gesang. Myrkol, über den Tod bestimmt, ob Bauer, Fürst oder König. Ende ergibt, Hoffnung ernimmt, dein Stand schert ihn wenig. Mystra, Göttin der Magie, sie gibt und nährt das Gewebe. Ihr Wunder enden wohl nie, nach ihrem Zauber stets strebe. Ist auch die 8 und der offene Band Osten. E7, kann ich zählen. Bete zu Leira, Herrin der List, deren Masken jeden wohl trügen. Vor Enttarnung gefeit du bist, sie verbirgt deine Taten und Lügen. Für Frosen ist Lyra die Beste, durch Tanz wird ihr geduldigt. Sie lebt in jedem fröhlichen Feste, stets lachend, heiter, geduldig. Pein und Schmerz sind Loviatars Spaß. Du sollst Narben ihr schenken. Sei böse ohne Rast, ohne Maß. Du sollst foltern und kränken. Welch ein Land ist, komm mir doch. Gewiss, seine Geografie ist dramatisch. Umgeben von Bergen und Meer. Gefüllt mit Wäldern und Sümpfen. Doch warum sich damit aufhalten, wenn die in den Himmel ragenden Mauern von Suisal warten? Man sieht die Mauern der Stadt schon von Weitem. Doch wirklich begreifen kann man sie aus der Ferne nicht. Erst wenn man näher kommt und sie immer höher und höher und höher aufragen, erkennt man die majestätische Anmut Suisals. Suisals? Ich bin durch Tore so groß wie Burgen geritten, um in diese atemberaubende Stadt zu gelangen. Auf den Straßen patrouillieren die fähigsten Ritter in den besten Rüstungen, die violetten Drachen und Adlige in edelsten Gewand und ein häufiger Anblick. Im Hafen liegen unzählige Schiffe von jenseits der See des Sternenregens, beladen mit Waren aus Ländern, welche ich nur aus Legenden kannte.
Auf den Docks türmen sich Obst, Gemüse, Seide und Pelze. Einen besseren Markt findet man nirgendwo, sofern man denn die nötigen goldenen Löwen besitzt. Zudem ist es bei Strafverboten Katzen zu schaden. Ein durchweg zivilisiertes Land. Okay. Ein durchweg zivilisiertes Land. Hier sind noch mehr Paladin-Eidbrecher. Überlieferung aus Fährung. Paladin-Eidbrecher. Dieses Buch besteht aus mehreren Kapiteln, eins je zitierter Quelle. Angeblich enthält es unmittelbare Niederschriften der mündlichen Geschichte verschiedener Erzähler aus dem ganzen Reich. Kapitel 7. Valemor der Verstoßene, 52 Jahre alt, menschlicher Paladin-Eidbrecher. Valemor genoss in Ad-Katla, der Stadt, die einst ihr Zuhause gewesen war, einen rechten Ruf. Ich traf die ehemalige Offiziersritterin des noblen und exklusiven Ordens des strahlenden Herzens daher mit einiger Beklommenheit. Sie lebte seit Jahren als Verstoßene und Gerüchte über ihren Charakter gab es reichlich. Ich sprach mit einem Prälaten des Ordens, der sie als fürchterliche, sadistische Verräterin bezeichnete und mich warnte, dass sie zu finden Selbstmord sei. Dass sie mich gewisslich noch vor meinem ersten Wort töten werde. Er irrte sich. Als sie endlich aufspürte, unterhielten wir uns stundenlang und sie gab mir schließlich ihren Segen, ihre Geschichte zu erzählen. Ich werde nicht preisgeben, wo wir uns trafen, da der Orden alle, die seinen Eid brechen, durch Enthauptung bestraft. Natürlich bereue ich es, einen Eid zu brechen, heißt nicht einfach, sein Wort nicht zu halten. Es ist kein ethisches Dilemma. Es entreißt einem einen Teil seiner Seele. Vorher konnte ich Engel rufen, an meiner Seite kämpfen. Ich konnte Teufel zurück in die Hölle und Dämonen zurück in den Abgrund verbannen. Alles durch einen Gedanken und ein Gebet. Ich verlor meine Stimme. Ich spreche, doch dies ist nicht meine Stimme. Es ist ein Echo, ein Flüstern. Sag ihnen dies. An den meisten Tagen wäre ich lieber gestorben, als mein Eid zu brechen. Doch ich würde nie zurücknehmen, was ich getan habe. Was ich mich weigere zu tun. Der Orden soll verdammt sein. Dienst wurde Dogma. Gehorsam war Tugend. Zweifel waren Sünde. Gerechtigkeit und Pflicht sind keine guten Bettgefährten. Und letztlich machen sie alle zu Bastarden. Okay. Hier ist noch ein toter Tiefling, den haben wir gelootet. Und da ist auch noch ein Buch. Und ein Rucksack. Volus Reiseführer zu Baldurs Tor. Heiltrank. Eatbank. Er hat elegante Ausdruck für Aromen fein komponiert. Die armselig gezeichnete Karte einer Stadt ist mit einer auffälligen Überschrift versehen. Es folgt die gründlichste und genaueste Darstellung der Stadt und der Bewohner von Baldurs Tor, dem schmutzigsten Juwel der Schwertküste. Es folgt eine Anmerkung in roter Tinte, V. Dieser Band ist erstaunlich akkurat, abgesehen vom Unsinn über das Schwarzdrachentor. Es ist nicht lebendig, egal was die umherziehenden Vetteln auch erzählen. Beauftragt jemand anderen, die Karte zu zeichnen, E. Aber Volo haben wir doch getroffen. Volo haben wir doch getroffen. Loot. Kein Loot. Kein Loot. Okay, hier geht's nicht weiter. Oh, wieder was zum Buddeln. Buddel, buddel, buddel. Gold, Achat. Noch ein Stoffbär, Schöpfkelle. Ich kann, brauchen wir nicht. Ich glaube, wir können die stinknormalen Kisten und sowas relativ gut ignorieren inzwischen. Weil da eigentlich wenig drin ist und wenn was drin ist, ist es nichts wert. Holzkoffer, sind da eher was? Weil da ein ganzes Vorratspaket drin ist. Just another crate. Speichern mal zwischen. Moosbedeckte Truhe. Goblinschläger. If you want to keep your insides on the inside, don't cause any trouble. Okay. Warnungen. Was? Warnungen in der Schwertkiste? Unmöglich, aber Warnabenteuer des Tenduwuchs Band 1. Warnungen in der Schwertküste. Was ist denn Warnungen in der Schwertküste?
Leute, Schwertküsse, seht euch um, was seht ihr? Eine Ansammlung gottesfürchtiger Menschen, Elfen und Zwerge oder ein höllisches Zerrbild des göttlichen Ideals? Tieflinge, die ihre teuflischen Herkunft offen zur Schau stellen, wandeln unter uns. Ach, Leute. Ein Auszug aus die unmöglichen, aber wahren Abenteuer der Tenebrux Morgig, einem Schund- und Fortsetzungsroman, der die tatsächlichen Erlebnisse des Kapitäns eines interplanetaren Schiffs erzählt. Kapitän Morgig hat in Wahrheit ihre Heimatstadt Tiefwasser nie verlassen. Aus ihren Zimmern im Genportal kommt sie nur, um niedergekritzte Manuskripte gegen Essen und neue Tinte einzutauschen. Nachdem sein roter Drache also Geschichte war, hatte der Ritter keine andere Wahl, als auf dem Schiff zu springen. Landete krachend auf dem Deck der jungen Braut, während sein Reittier von der unheilvollen Dunkelheit der Gezeiten der Astralebene verschluckt wurden. Der neue, treue Norol stürzte sich augenblicklich auf ihn und bearbeitete ihn mit Krallen und Zähnen. Vergebens, Astralpraktion vereitelte selbst den Zorn des Tabaxi-Schiffsjungen und der heimtückischen Gitjanki lachte nur, während Norol formlose Angriffe harmlos durch ihn hindurchglitten. Das silberne Schwert des Ritters sauste hernieder, verfehlte Null aber gänzlich. Durchtrennte jedoch glatt das spirituelle Tau, mit dem die tapfere Seele des Tabaxi an die Ebene gebunden war. Ich trauere um meinen treuen ketzischen Kameraden, dessen Existenz verblasste, doch ich zögere nicht. Der Gitjanki quittierte meinen Angriff nur mit einem verächtlichen Grinsen, glaubte er doch, auch ich sei an die Gesetze dieser Ebene gebunden. Doch da hatte er in die Rechnung ohne Kapitän Tenebrux Morgan gemacht. Anders als der arme Nolz hatte ich diese Ebene in meiner tatsächlichen Gestalt betreten. Eine Tatsache, die ich sogleich demonstrierte, indem ich dem Krieger einen ordentlichen Tritt zwischen die Beine verpasste. Er stürzte über die Reling der jungen Braut und hinab in den Nebel, während aus der toten Zitadelle von Tunarat in der Ferne schon eine frische Horde von Drachen aufstieg. Okay. That's familiar. Did I play this once? Long ago. So, wir sind im zerstörten Dorf und noch im Weidekorb. Fischfass. Oh, wir haben Level Up. Das sehe ich ja jetzt. Was haben wir denn? Level Up gekriegt. Level Up! Wup, 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 wup. Level 4. Level 4 kriegen wir noch einen ordentlichen Boost. Wir kriegen nämlich einen neuen Zaubertrick. Klingenbahn. Nur halbmal durch Hieb, Stich und Wuchtangriffe. Zwei Züge lang. Knochenkälte gegen Untote. Weil ihr Nachteil sind Freunde. Gegen eine nicht feindlich gesinnte Kreatur im Vorteil. Wenn der Zauber endet, weiß die Kreatur möglicherweise, dass sie verzaubert wurde. Erschaffe eine Illusion, die Kreatur in der Nähe zu untersuchen verleitet. Gift versprühen, zielsicherer Schlag. Nächster Angriffswurf im Vorteil. Ich glaube, Klingenbahn ist ziemlich nice. Außerdem kriegen wir noch eine Stufe 2 Zauber. Krone des Wahnsinns, Schwächestrahl. Zerbersten. Fügt allen Kreaturen Gegenständen in der Nähe Schaden zu. Kreaturen aus anorganischem Material wie Stein sind beim Rettungswurf ein Nachteil. Verhindere das Ziel der Reaktion ausführen. Reaktion, das ist glaube ich sowas wie die. Der Zauber, dieser Angriff. So, höllischer Tadel. Fesseln. Person festhalten, Gedanken wahrnehmen. Bis zu einer langen Rast. Dunkelheit. Schutz vor Gut und Böse. Ich weiß nicht, welchen Zauber ich hier nehmen will. Bei jeder Kreatur, die dich mit einem Nahkampfangriff trifft. 5 Tiere mit Trefferpunkte. Unsichtbarkeit. Angriffe gegen sie sind im Nachteil. Ich kann mich selber unsichtbar machen, dann nehmen wir doch mal Unsichtbarkeit. Talent. Wähle aus der Liste unten ein Talent aus. Ach du Scheiße. Geübt. Du bist in 3 Fertigkeiten deiner Wahl geübt. Zielgenauer Zauberschütze. Du erlernst einen Zaubertrick für einen kritischen Treffer. Bei einem Angriffswurf benötigst du ein Auge weniger. Dieser Effekt kann sich addieren. Für einen kritischen Treffer bei einem Angriffswurf benötigst du ein Auge weniger. Dieser Effekt kann sich addieren. Tavernenschläger. C. Treffer mit dem Pro erreichte Stufe 2 erhöht. Kampfer-Probe-Zauberwirker. Du bist... Bei Rettungswürfen zur Aufrechterhaltung von Konzentration im Vorteil.
Du kannst auch eine Reaktion verwenden, um Schockgriff auf eine Kreatur zu wirken, die sich außer für Kamerakampfreichweite bewegt. Waffenmeister. Du bist im Umgang mit 4 Waffen in der Wahl geübt. Maginovize, Bade, Kleriker, Druide, Zauberer, Hexenmeister. 2 Zaubertricks. Meister der Kampfkunst. 2 Manöver der Kämpfer. Glückspilz. Du hast 3 Glückspunkte, die du nutzen kannst, um bei Angriffen, Blut- oder Rettungswürfen im Vorteil zu sein oder einen Gegner zu zwingen, Angriff über neu zu würfeln. Du bist immer mit leichten Rüstung geübt und erhöhst deine Stärke oder deine Geschicklichkeit um 1. Meisterschaft schwerer Waffen. Elementarer, deinen Zauber ignorieren Resistenzen gegen die gewählte Schadensart. Wenn du Zauber dieser Schadensart wirkst, kannst du außerdem keine 1 würfeln. Widerstandsfähig. Deine Konzentration wird um 1 erhöht. Du erhältst bei jeder kurzen Rast alle Trefferpunkte zurück. Gewölbeforscher. Du bist bei Wahrnehmungswürfen zum Entdecken versteckter Gegenstände im Vorteil. Du bist bei Rettungswürfen, um Fallen zu vermeiden oder zu widerstehen im Vorteil. Defensiver Duellant. Armbrustexperte. Stürmer. Athlet. Wachsam. Kannst nicht überrascht werden. Schauspieler. Wird um 1 auf maximal 20 erhöht. Dein Übungsbonus ist beim Täuschen und Auftreten verdoppelt. Das will ich, glaube ich, haben. Geübt täuschen und geübt auftreten. Noch besser im Täuschen und Auftreten. Und kriegen den Übungsbonus sogar verdoppelt. Und wir kriegen den Charisma erhöht. Damit kommen wir nämlich auf 18 und haben dann auch bei unseren Zaubern plus 1 noch mehr. Unser Bonus. Yes. Sonst hätten wir nicht ein plus 2 machen können. Was anderes haben wir gar nicht für Charisma, oder? Geübt, mehr Schildmeister, Scharfschütze, Wächter. Wilder Angreifer, Ritualwirker. Du lernst 2 Ritualzauber deiner Wahl. Belastbar. Attribute im 1. Du bist außerdem in Rettungswürfen dieses Attributs geübt. Charisma-Rettungswürfe. Stangenwaffenmeister, Unterhalt. Du bist im Umgang mit Musikinstrumenten geübt. Dein Charisma wird um 1 erhöht. Mittelmäßig gerüstet. Deine Stärke oder Geschicklichkeit. Bewegungsrate wird erhöht. Wenn du sputtest, wirst du durch schwieriges Gelände nicht verlangsamt. Wenn du dich bewegst, nachdem du einen Knackangriff ausgeführt hast, provozierst du keine Gelegenheitsangriffe. Magiertöter. In deiner Nahkampfreichweite ein Zauber wirkt, bist du bei jedem Rettungswurf dagegen im Vorteil. Ja, ich nehme Schauspieler. Das hört sich sehr passend an. Das hört sich sehr passend an. Und wir haben noch ein paar, die jetzt hier auch die Level-Ups haben können, weil dann kriegen wir jede Menge HP dadurch mehr. Also jedes Level-Up gibt einem so viel HP, das ist so krass. Hier, 7 HP einfach oben drauf. Zauberpflaster Stufe 2 freigeschaltet. Kriegt noch einen Zaubertrick. Du bist bei Einschüchterung und Auftreten würfen im Vorteil. Moment, das ist nicht ein Zaubertrick, Traumaturgie. Würde ich behaupten. Achso, das ist ein Buff. Licht. Verleihe ein Objekt eine Aura aus Licht. Okay, Klingenbann. Flamme erzeuge. Eine Flamme in deiner Hand erhält einen Radius von 9 Metern und bewirkt 1 bis an Feuerschaden, wenn sie geworfen wird, bis zu langen Rast. Hä? Ist das nicht einfach eine bessere Version von Licht? Aura aus Licht wird nur jeweils auf ein Ziel. Ja, das ist ein Zaubertrick, das ist ja auch wurscht. So, da mal Licht. Und die kriegt auch ein Talent. Sie war Klerikerin. Weisheit, Ritualwirker, wilder Angreifer, Wächter, Scharfschütze, Schildmesser geübt. Tavernenschläger zäh. Mehr Trefferpunkte wäre für sie, glaube ich, auch gut. Verteidigung von Konzentration auf einen Vorteil. Du kannst Reaktion verwenden, um Schockgriff an den Kreatur zu bewegen, die sich außer Nahkampfreichweite bewegt. Das wäre bei ihr, glaube ich, eine Option. Kampferprobe Zauberwirker. Dann kann sie das nämlich besser aufhalten. Magiertöter, leicht gerüstet, schwer gerüstet. Du erhöhst deine Stärke um 1. Bei ihr wäre die Weisheit erhöhen halt gut.
Charisma. Kann sie überraschen. Athlet, Stärke und Geschicklichkeit, Sprungreichweite, Sturmangriff, Armbrustexperte, defensive Dualan. Wenn du angegriffen wirst, während du eine Finesse verführst, in deren Umgang du geübt bist, kannst du eine Reaktion einsetzen, um deine Rüstung um 2 zu erhöhen, wenn durch die Reaktion möglicherweise scheitert. Angriff möglicherweise scheitert. 2 Waffenkämpfer, Gewölbeforscher, widerstandsfähig, Inventarer Adept. Einen kritischen Treffer erzielst oder ein Kreatur tötest, kannst du in diesem Zug einen weiteren Nahkampfangriff als Bonusaktion ausführen. Beim Angriff mit schweren Nahkampfwaffen mit einem Umgang geübt bist, können zusätzlich 10 Schaden bewirken, allerdings mit einem Malus von minus 5 auf dem Angriffswurf. Schwer gerüstet, leicht gerüstet. Gerade pro lange Röstwirken des ersten Grades. Meister mittelschwerer Rüstung. Wenn du mittelschwere Rüstung trägst, bewirken sie keinen Nachteil beim Heimlichkeitswürfen. Der Bonus auf die Rüstungsklasse, den du durch einen geschicklichen Rüffel erhalten hast, beträgt plus 3 statt plus 2. Leichtfüßig, mittelmäßig gerüstet, du bist mit mittelschweren Rüstung und schön geübt, deine Stärke und deine Geschicklichkeit wird erhöht. Unterhalter, Stangenwaffenmeister, belastbar. Rettungswürfe dieses Attributs geübt, Weisheitsrettungswürfe. Kann man ihre. Bei Weisheitsrettungswürfen würde bedeuten, man kann ihre Geistkontrolle oder sowas schlecht machen. Nee, ich glaube, ich nehme bei ihr den kampferprobten Zauberer. Wobei ich halt wirklich schon. Da würde ich Weisheit nämlich nehmen. Dann hat sie auch Weisheit 18. Und ist in Weisheitsrettungswürfen geübt. Das ist auch schwer, dann sie da zu erwischen. Halte ich für smart. Genau, dass ich mit Weisheit 8 nach plus 4 auf Weisheitswürfe. Was halt ihre Zauber zum großen Teil sind. So, sie ist auf 17 Stärke. Aber ihr wäre so eine Stärke-Bonus gut. Kämpferstufe 4, 36. Neues Talent verfügbar. Ihr kriegt nur ein Talent. Das war's. Okay. Schwer gerüstet. Bist im Umgang mit schweren Rüstungen geübt und erhöhst deine Stärke um 1. Bist du nicht schon mit schweren Rüstungen geübt? Meister schweren Rüstungen. Erlittener Schaden durch nicht-magische Angriffe ist um 3 verringert, solange du eine schwere Rüstung trägst. Glückspilz, Magietöter und erhöhst deine Stärke um 1. Das wäre ziemlich awesome. Ich weiß nicht, was immer, das hatten sie jetzt gerade. Jetzt habe ich Escape gedrückt. Sie hat doch jetzt gerade eine schwere Rüstung, ja. Und sie ist damit geübt. Komisch, dass ich dann mal die Übung für eine schwere Rüstung als Talent kaufen kann. Hier. Das ergibt keinen Sinn. Das ist sie nämlich schon. Deswegen kann sie auch den Meister der schweren Rüstung nehmen. Meister der Kampfkunst. Er lernt 2 Manöver der Kampfkunstunterklasse und erhalte dazu einen Überlegenheitswürfel. Nach Beenden einer kurzen Rast oder langen Rast erhältst du deine verbrauchten Überlegenheitswürfel zurück. Könnte man mehr Manöver lernen? Unterhalter, Stangenwaffenmeister, belastbar. Ritualwirker, wilder Angreifer. Immer wenn du einen Angriffangriff ausführst, würfelst du 2 mit deinen Schadenswürfeln und verwendest das höhere Ergebnis. Wenn ein Gegner im Nahkampfschaden eine Reaktion verwenden, auf diesen Gegner ausführen, darf er nicht das Wächtertalent haben. Moment, kannst du die Reaktion verwenden, um einen Affenangriff auf diesen Gegner auszuführen? Außerdem bist du bei Gelegenheitsangriffen im Vorteil. Und wenn du eine Kreatur mit einem Gelegenheitsangriff triffst, kann sie sich für den Rest des Zuges nicht mehr bewegen. Auch geil. Erhöht aber nicht die Stärke. Deswegen werde ich, glaube ich, erstmal Meister der schweren Rüstung nehmen. So, jetzt haben wir noch unseren Barbaren. ...41 Gesundheit und neues Talent verfügbar. So, die könnt ihr jetzt schwer gerüstet kriegen, aber die will eigentlich auch stärker, oder wäre schwer gerüstet sogar passend. Dann könnt sie auch die fette Rüstung tragen. Die Waffen ist sie, glaube ich, schon geübt. Kampferprobierte Fernschläger, waffenloser Angriff. Mit etwas wirfst, fügst du dem Schaden mit Angriffswürfen den Schadenmodifier 2 hinzu.
geübt. Drei Fähigkeiten in der Wahl geübt. Schildmeister, Scharfschütze, Wächter. Wilder Angreifer. Belastbar. Fehlen ein paar Fertigkeiten, sind wir ehrlich. Wenn du einen Nahkampfangriff und einen kritischen. Moment, hat sie eine sternenschwere Waffe? Kannst du die zu Bonusaktion ausführen beim Angreifen mit schweren Nahkampfwaffen mit einem. Achso, ja. Kannst 10 zusätzliche Schaden, aber minus 5 auf den Angriffswurf. Kannst du die Option ein- oder ausschalten. Elementare Adept, dein Zauber widerstandsfähig, Konstitution um 1 erhöht. Kommst bei jeder kurzen Rast alle Trefferpunkte wieder. Gewölbeforscher, zwei Waffenkämpfer, defensive Armbrust, Stürmer. Athlet. Kostet aufstehen, erheblich weniger Bewegung, deine Sprungreichweite ist um 50% erhöht. Wachsam. Ich glaube, wir nehmen jetzt schwer gerüstet für sie. Damit sie nicht mehr von schwerer Rüstung behindert ist. Jetzt muss ich aber mal was gucken. Wenn ich dir das wegnehme, die schwere Rüstung. Und dir das anziehe. Fuck. Okay, schwere Rüstung ergibt keinen Sinn. Für einen Barbaren zu nehmen. Die Fähigkeit schwere Rüstung. Hab ich nicht. Ich hab's gelöscht. Oh, das Löschen hier ist nicht gut. Gerade einen Spielstand gelöscht, den ich laden wollte. Sehr gut. Sehr gut, Ben. Einfach weggelöscht, den Spielstand, den man laden wollte. Eieieiei. Wie sieht denn eigentlich? Oh, geht sogar noch, die Beleuchtung. Oh no, jetzt muss ich das nochmal machen. Tastes like chicken. Das ist ja doof. Stranger, be you friend or food. The mark is her measure. Show is the brand. Okay, das hat schon mal funktioniert wieder. Ich muss gucken, dass ich meine Dingens zurückkrieg. Sehr wortgewandter Oger. Ihr seid. Vergesst die Goblins. Ihr könnt für mich kämpfen. Überzeugen. 20er. Let's try it. Das reicht nicht. Das kann nicht reichen. Das heißt, wir müssen es nochmal versuchen, wenn wir das wieder hinkriegen wollen. Erneut würfeln. Das reicht. Nice. Haben wir wieder hingekriegt. Das finde ich sehr gut. Mit der Überzeugung. Well spoken. Indeed. So, wir fragen euch noch alles und dann gehen wir weg. So. Zu schwer zum Werfen. Moment, wir speichern das nochmal. Bevor wir das Problem wieder haben. So, den Rest lasse ich einfach liegen. Hier ist, glaube ich, nichts sonst sonderlich Interessantes gewesen. Haben wir halt ein paar Bücher weniger. Achso, dadurch haben wir den Level abgekriegt. Das sehe ich jetzt gerade erst. Something good here, I hope. So, nochmal speichern. Jetzt müssen wir da die ganzen Level-Ups nochmal machen. Weil wir beim letzten verkackt haben. Was genommen haben, was keinen Sinn ergibt. Der wäre ein Hinweis gut. So, ihr wollt mir, glaube ich, nicht die Illusion nehmen. Zielsicherer Schlag, Freunde, Knochenkälte. Klingenbann wollte man nehmen. Hier haben wir unsichtbar genommen. Und beim Talent. Schauspieler, ne? Yes, Schauspieler annehmen. Wenn wir dann Charisma 18 kriegen. Sehr nice.
What am I to do? Plomp, 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 plomp. So, was habe ich jetzt hier genommen? Klingenband, Flamme erzeugen, ziemlich sicher. Bei dir wollte ich jetzt gerne Weisheit eigentlich haben, aber ich... Achso, doch, die hatten wir... geübt? Nein. Wächter? Nein. Belastbar. Weisheit. Da ist sie mit Weisheitsrettungswürfen im Vorteil. So. Bei dir hat man die Meisterschaft für die schwere Rüstung ausgewählt. Das weiß ich noch. Meister der schweren Rüstung, weil plus Stärke und weniger Damage durch nicht magische Angriffe. Finde ich eine gute Option. So, bevor wir jetzt wieder das Problem haben, dass wir das gleich nochmal verkackt haben. Stufenanstieg. So, neues Talent. Ja, schwer gerüstet ist Bullshit. Meisterhafte schwere Waffen wäre eine Option. Kampferprobe, Waffenmeister. Mehr Übung, Tavernenschläger geübt. Schildmeister, Scharfschütze, Wächter. Wächter wäre, glaube ich, noch was ganz Spannendes. Weil wir können dann, wenn jemand in unser Nahkampfreichweite jemanden angreift im Nahkampf, können wir auch nochmal zuhauen. Und bisschen ein Vorteil bei Gelegenheitsangriffen. Wie sagen. Genau. Und sie können nicht weglaufen, wenn wir sie mit Gelegenheitsangriffen treffen. Das ist, glaube ich, schon sehr, sehr passend. Da kommen die nämlich von unserem Nahkämpfer nicht mehr so einfach weg. So. Das ergibt dann deutlich mehr Sinn. Mit dir. Jetzt haben wir sehr viel mehr HP. Von unseren Leuten. So. Schloss knacken. Wie schwer ist denn das hier? 15. Let's try. Müsste reichen. Ja, reicht. Schön. Schloss geknackt. Helm der Hast. Zu Kampfbeginn erhält der Träger 3 Züge lang Wucht. Was ist denn Wucht? Ein Gefühl der Dringlichkeit sorgt für Ansporn. Die Bewegungsrate der betroffenen Kreatur ist für den restlichen Dauer des Effekts um 1,5 Meter erhöht. Aha, okay. Schriftrolle, chromatische Kugel. Schallschaden. Schleudert eine Sphäre, die bei Auftreffen Schallschaden bewirkt. Okay, okay, okay. Haben wir uns einverleibt. Ich würde aber mal sagen, wir lassen das jetzt erstmal für heute sein. Es reicht insgesamt. Wir speichern das Spiel mal richtig ab. Zerstörtes Dorf. Wir haben 9 Stunden gespielt. Also das ist jetzt schon einiges. Wir sind jetzt einfach mal fast 8 Stunden live.